Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meinem Halloween DIY Video. Ich habe wieder mit Vince was gemacht, was super schnell, super einfach geht, aber ich finde optisch echt was hermacht. Das seht ihr gleich im Folgenden. Und dieses Video ist wieder in Kooperation mit zwei anderen YouTubern entstanden, und zwar mit Rüdiger und Daniela. Die Kanäle der beiden findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nach diesem Video auch bei den beiden vorbeischaut. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit meinen Ideen. Aus irgendeinem Grund ist leider mein erster Teil hier verloren gegangen. Wir haben ganz einfach einen Apfel halbiert und mit orangener Farbe haben wir dann ganz normalen Apfeldruck gemacht. Und ich habe mir die drei schönsten Äpfel ausgesucht und daraus mache ich jetzt mit ein bisschen Farbe und ein paar Pinselstriche ganz einfach Kürbisse. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Bin zwar unglaublich fasziniert davon, was aus seinem Apfeldruck dann am Ende geworden ist. Für unser zweites DIY habe ich Vince einfach einen Hand- und Fußabdruck in weiß auf schwarzes Papier machen lassen und da mache ich jetzt lustige Gespenster draus. Größere Kinder können das selber ganz einfach auch alleine machen, weil im Grunde sind es nur drei längliche Kreise, die hier noch auf die Hand- und Fußabdrücke gesetzt werden. Für Vince war das aber noch ein bisschen zu schwer. Ich hoffe, meine zwei Ideen haben euch wieder gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen hoch, wenn dem so ist. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch die zwei anderen Videos anschaut. Und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!